Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ein Gärtner hat viel Gemeinsames mit einem Modeschöpfer. Er muss ein Gefühl entwickeln für Formen und Farben, aber er muss auch vorausdenken. Schon im Herbst können Sie nämlich bestimmen, wie bunt und prächtig Ihr Garten im Frühling wird aussehen, indem Sie jetzt die entsprechenden Vorbereitungen treffen und Blumenzwiebeln setzen. Wenn Sie vor dem Pflanzen einen Plan machen und die entsprechenden Blütezeiten berücksichtigen, dann haben Sie vom Februar bis im Juli einen herrlichen Frühlingsgarten. Auf was muss man schauen? Vor dem Pflanzen den Boden auflockern und ein bisschen einebnen. Schwere Lehmböden kann man mit einer Schicht Gob Ökoplant-Torfersatz vermischen und so verbessern. Am schönsten zur Geltung kommen fast alle Blumen gruppenweise. Zwiebeln in der gewünschten Anordnung am Boden auslegen und anschliessend setzen. Mit Vorteil benutzen Sie dazu einen praktischen Tulpenpflanzer, den man natürlich auch für Krokus und andere Zwiebeln brauchen kann. Bekannt ist sicher, dass man die hohen Blumen hinten setzt und die niedrigen vorne, damit man später auch etwas davon hat. Weniger bekannt dürfte sein, dass Fritillaria die gefräßigen Mäuse vertreibt. Also immer ein paar von diesen dekorativen Kaiserkronen mitsetzen. Wie tief und wie weit auseinander soll man setzen? Nach einer Faustregel immer etwa zweimal so tief, wie die Blumenzwiebel oder Knollen hoch ist und etwa 12 cm auseinander. Auf jeder Verpackung steht im Übrigen so ein Schema mit der jeweiligen Pflanzanleitung. Blumenzwiebeln eignen sich übrigens ausgezeichnet für Kistli und Töpfe oder Kästen und sind darum auch im Frühling ideal zum Verschönern von Balkon, Terrassen und Fenstersims. In diesen Gefässen, die genügend Abzugslöcher fürs Wasser haben, kann man übrigens auch nach Herzenslust verschiedene Blumen kombinieren und zwei oder drei Lagen übereinander setzen und so die Blütezeit erheblich verlängern. Vor allem in den kleineren Töpfen besteht leider Gefahr von Frostschäden. Es empfiehlt sich darum, die Kistli und so weiter geschützt oder vielleicht sogar im Keller zu überwinteren und erst im Frühling wieder herauszustellen. In der Blumenabteilung von Coop kommen Sie alles über, was Sie brauchen für ein neues Frühlingsgefühl. Wunderschöne Darwin-Tulpen zum Beispiel, jetzt gerade zum Aktionspreis von 7,50 €. Vorausschauen, vorausplanen, ein wichtiger Grundsatz bei der Gartengestaltung und nicht weniger wichtig, wenn man will, eine Versicherung abschliessen. Coop Televersicherung hat ein neues interessantes Angebot für Autofahrerinnen und Autofahrer parat. Schreiben Sie sich am besten jetzt gerade die Telefonnummern auf, am Schluss vom Coop-Studio dann noch mehr zu dem Thema. Zuerst jetzt aber noch ein Blick ins Markenfenster, heute mit dem Spot von Nestlé Hirz. Die Natur hat Schutzsysteme erfunden. Das des Menschen ist durch heutige Lebensweisen oft geschwächt. Um es zu stärken, hat Nestlé Hirz LC1 entwickelt. LC1 mit dem einzigartigen Milchferment, das unsere natürlichen Abwehrkräfte verstärkt und so herrlich schmeckt wie ein Joghurt. Gratis-Infotelefon 155 20 70. LC1 von Nestlé Hirz. Die Coop-Metzgerei kann mit einer Neuheit aufwarten. Mit Belpoir, einem reinen, saftigen Schweinefleisch in Form von Hamburger. Fantasievolle Gerichte lassen sich damit schnell und preisgünstig zubereiten. Schauen Sie doch, was Armin Amrain zu dem Bellburger eingefallen ist. Grüezi miteinander. An dem Bellhacksteak aus reinem Schweinsfleisch selber gibt es eigentlich nichts mehr zu verbessern. Es ist gut gewürzt und man muss es nur noch im Butterfett saftig braten. Gut dazu passt ein Salat aus verschiedenen Gemüse wie Rüebli, Sellerie, Zucchetti, Kohlraben, Blumenkohl, Romanesco oder Brokkoli, die ich im Salzwasser weich gare. Für Kräutervinaigrette 2 Esslöffel Rotweinessig, mit Salz, Pfeffer und Dijon-Senf verrühren. 6 Esslöffel Olivenöl noch in Olo einlaufen. Dann fein gehackten Knoblauch, Schalotten, Peterli und verschiedene Kräuter dazugeben. Mit dieser Vinaigrette noch lauwarmen Gemüse marinieren. Hübsch auf den Teller anrichten und saftig gebratenen Hacksteak darauf anordnen. Wenn Sie die genauen Zutaten für das Rezept noch nachlesen möchten, können Sie das im Inserat in der Coop-Zeitung und wie immer auf dem Internet. Nach dem Rezept ein paar Aktionsangebote zum Sparen. 2 Pizza Margherita von Goldstar sind jetzt 2,90 € günstiger. Und bei 2 Pizza Confungi sparen Sie sogar 3,10 €. 5 Toblerone Milch kostet nur 5,95 €. Und Seva Softies Papiernasstücher gibt es als 3 für 2 für 7,20 €. Außerdem offerieren wir Ihnen Frottierwäsche in vielen modischen Farben günstiger. Das Badtuch da zum Beispiel für nur 18,90 €. Und im Coop-Restaurant gibt es nicht Pizza günstiger, dafür Penne al Pesto für weniger als 10 Franken. Auch bei Radio TV Steiner kann man sparen. Zum Beispiel mit dieser Mini-Hi-Fi-Anlage von Aiwa mit Digital-Tuner, Superbass, Doppelkassettendeck und dreifach CD-Wechsler, Lautsprecher und Fernbedienung für unglaubliche 498 Franken.
Bis Ende Monat können Autofahrer ihre Versicherung kündigen. Eine gute Gelegenheit, sich für eine bessere Autoversicherung von Coop Televersicherung zu entscheiden. Das innovative Vertragsgaragensystem in der ganzen Schweiz, die einfache und kompetente Telefonberatung und die günstigeren Prämien sind Argumente, die auch Sie werden überzeugen. Wer bis Ende Oktober bei uns eine Autoversicherung für ein Jahr abschließt, kann an jeder OK Coop Tankstelle gratis Benzin im Wert von 100 Franken beziehen und bei unseren Vertragsgaragen die Winterräder gratis wechseln. Läuten Sie jetzt also an auf Telefonnummer 0848 880 880. Einen ersten Blick auf den Frühling haben wir am Anfang des heutigen Coop-Studio geworfen. In einer Woche ist dann der Herbst dran mit der neuen Mode von Coop Natur allein. Bis dann wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Auf Wiedersehen.